bei einem Gletscher. Ich bin die Maria. Wir zeigen euch heute die Conditions im April und ich nehme euch jetzt mit aufs Skikarussell Schaufelspitz. Die schönste Runde im Frühjahr. Wir haben richtig viel Schnee, egal ob auf der Piste oder abseits zum Freerun, es sind überall Top-Bedingungen. Bei der Bergstation Fanau auf über 3000 Meter. Da rentiert es sich, einen Stopp einzulegen und ein traumhaftes Panoramafoto zu machen. Wir sehen da das Stubaital bis aus ins Inntal und auf der anderen Seite die Ötztaler Alpen und die zahlreichen 3000er. Ich kann da schon eine Pause einlegen, aber wir fahren gleich weiter zum Doppelsessellift Wildspitze. So, ankommen bei der Bergstation Wildspitz. Von da aus haben wir einen gigantischen Blick Richtung Süden, sehen die Dolomiten, das Zuckerhirtel, und die Schaufelspitze mit über 3300 Meter. Um die sind wir gerade umgefahren und jetzt geht es weiter Richtung Eisgrat. Da treffen wir Andreas Kleinlöcher und unseren Seilbahndirektor und der erzählt uns mehr über die Verhältnisse. Wir haben in Summe jetzt ca. 10 Meter Schneekrieg. Wenn man das natürlich komprimiert und präpariert, dann kann man das anhand vom Snowsat-System kann man das auf der Piste im Prinzip messen und da haben wir teilweise bis zu 5 Meter Schnee auf der Piste komprimierten Schnee. Skibetrieb bis 20. Mai. Das macht natürlich die Höhenlage, die wir haben. Wir fahren ja da bis auf 3200 Meter. Und wie gesagt, im Frühjahr haben wir einfach die besten Schneeverhältnisse. Das nutzen wir natürlich aus. Ja, da herum auf der Downschalte haben wir momentan Sonne von in der Früh bis auf Nacht. Also perfekt für Sonnenskilauf. Ja, ich sag, wir nutzen nur die breiten Pisten, die wir da haben. Jetzt hätte ich echt Lust auf einen Kaffee. Fahren wir Gamsgarten runter, auf unserer Sonnenterrasse und da trinken wir einen guten Kaffee. Klingt gut. So machen wir es.